Aha, es ist schlimm. Defekte Maschine. Neue Mission. Ja, der Goliath wird wahrscheinlich hin sein. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. So vorausschauend, die Story. Ist denn... Warte mal. Ist denn auf der Karte irgendwie eine neue... Ah, guck mal an, hier. Das können wir doch machen. Den Bahnhof jetzt. Den können wir jetzt machen. Dann werden wir den noch direkt... Aber Moment. Halt, stopp. Bevor wir den machen, gehe ich hier ins Safehouse und werde mal eben hier eine Munition organisieren. Was ist das eigentlich für ein Waffensymbol da auf der Karte? Da würde ich gleich mal eben kurz gucken gehen. Dass wir da einmal schauen. So, haben wir hier alles bekommen, was wir brauchen? Oh, da ist noch Medipack. Ist das ein Tagebuch? Was steht da? International Encyclopedia. Ah ja. Mhm. Wer hat sie nicht zu Hause? Aber was ist das für ein Waffensymbol da drin auf der Karte? Gibt es da eine neue Waffe? Aua. Oder bedeutet das nur, dass da... Ach nee, das ist der Waffenschrank wahrscheinlich. Weil da drüben ist ja die Base. Base in your face, London. So. Da... ist der Bahnhof, wo wir ja schon waren. Wir brauchen da übrigens ein Motorrad. Und hier sehe ich gerade eins. Deswegen werde ich mir schon mal eins schnappen. Da ich ja weiß, dass ich ja da reinjumpen muss. Haben wir ja in den letzten Folge, glaube ich, war es gewesen. Ne? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Jetzt sind wir nämlich von hier aus losgefahren. Und drehen einmal. Drehen. Genau. Bum, 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 bum. Hier ist der Container. Hier war es gewesen. Dann. Wir haben das Zugdepot von Lombard früher dazu verwendet, Vorräte und Munition aufzubauen. Was war das denn? Aua, Alter, wir haben alles in einem Container gesichert, als das Gas herunterkam. Es sollte also alles unversehrt geblieben sein. Willst du mich verarschen? Geh dorthin und verschaff dir einen Überblick. Willst du mich verarschen? Jetzt ist da eine fucking Tür. Die ganze Zeit war da keine Tür. Jetzt haben sie auf einmal eine Tür hingemacht. Natürlich! Eine Tür! Die ganze Zeit gar nicht da war. Ach komm. Willst du mich verarschen? Diese fucking Kaptür war vorher nicht da gewesen. Und jetzt auf einmal ist eine. Ich hab keine Zeit für euch, ciao! Jetzt auf einmal ist eine komische Kaptür da. Was ist das für ein Witzspiel? Oh, ich muss das. Achso, ich brauch das Motorrad. Achso. Warum sagt mir das denn keiner? Was ist das denn für ein Bug? Leute, hier spricht Parrish. Wir haben einen Unruheherd. Die Norks haben ein Lager gefunden und jetzt sitzt ein Trupp darin fest. Falls jemand in der Nähe ist, sie brauchen dringend Hilfe. Bevor jetzt die Hilfe kommt, erstmal den hier. Bahnhof. Operationsbasis eingerichtet. Yeah, wir haben den Bahnhof. Und das Spiel speichert. So, sehr geil, freue ich mich. Feier ich ein bisschen ab. Die Vorräte waren intakt und einen weiteren Außenposten in der Zone haben wir jetzt auch noch. Du beeindruckst uns immer wieder. Wir haben gerade von einem weiteren Nordkonvoi erfahren, der durchs Sperrgebiet fährt. Wir sollten ihn angreifen. Ich schau gerade mal, was haben wir denn noch hier? Was ist das denn? Raketenwerfer Umwandlung, Präzisionsgewehr, Kampfgewehr, Kampfgewehr? Was ist denn ein Kampfgewehr? Haben wir? Verbessern! Machen wir mal. Kampfgewehr, haben wir das Kampfgewehr eigentlich schon? Ja, Kampfgewehr haben wir ausgelöst. Schirmgewehr, Wertsachen verkaufen. So, sehr schön. Super. Also, dann... Oh, guck mal hier. Ach, Medipack haben wir voll. Kommt man denn jetzt auch so hier rein? Nein, ich muss... Ernsthaft? Ich stelle gerade ein Team zusammen. Ich komme hier raus. Ernsthaft jetzt? Bleib stark, Junge. Ich muss wirklich die ganze Zeit mit dem Motorrad hier reinjumpen. Ich brauche noch ein Magazin. Das ist ja ein Witz, ne? Das
Wenn wir konzentriert bleiben. Ja, ja. Vergiss Walker von wegen. Was ist das denn hier? Kann ich den jetzt zerstören? Weil der so rot markiert ist auf der Karte. Ich würde mal gerne was ausprobieren. Ich mach das aber nicht mit der Granate. Ich stelle die jetzt nur mal eben her. Weil, mich das jetzt interessiert, ob der jetzt hier halt, nein. Nein. Ob der halt jetzt dazu zählt zu den Fahrzeugen auf der Karte, weil dann nehmen wir den einfach mit. Ich schau nochmal eben. 12, 13 von 15. Ah ja. Warte. Zählt der? Nö. Okay. Helm muss auch schenken für die Granate, aber egal. Nein, was machst du? Das Spiel verwirrt mich manchmal. Ich hab's ja gesagt, es kommt immer, wenn man mehrere Spiele miteinander kombiniert oder mehrere Spiele auf einmal spielt, das ist sehr, sehr schlecht. Da ist so, ja. Ist aber ganz schnell jetzt Nacht geworden. So. Dann wollen wir mal. So, wir sollen jetzt zur Basis hier. Ich bin echt gespannt jetzt, was mit dem Goliath ist. Ob der einfach nur einen Kurzschluss hatte, weil sie sagt, das ist ernst, ich muss aber mit dir reden und tralala. Ich guck mal. Was ist denn? Da klemmte, glaube ich, gerade einer neben der Tür. Das ist okay. Lasst ihn durch. Der Goliath ist komplett abgeschaltet. Ich kann nicht einmal die Systeme abfragen, um eine Diagnose zu stellen. Er ist völlig tot. Irgendwer hat das getan. Und er wusste genau, wie man ihn lahmlegt. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt mit der Reparatur anfangen soll. Wiley ist losgegangen und hat es geschafft, ein paar Pläne zu besorgen, die mir helfen könnten. Aber er ist auf eine Patrouille getroffen und musste sie verstecken. Ich brauche diese Pläne. Der Ort seiner letzten Übertragung ist auf deinem Smartphone markiert. Kannst du dir die Sache bitte ansehen, Brady? Ja, natürlich. Ohne diese Pläne habe ich keine Chance, dieses Problem zu beheben. C6, lol. Straßenbahnsymbol, der eine ist hier voll am Abkotzen gewesen gerade. Wo soll ich überhaupt anfangen? Wenn ich nicht da draußen kämpfe, denke ich hier drinnen ans Kämpfen. Ach, wenn ich nicht hier draußen kämpfe, denke ich hier drinnen an draußen ans Kämpfen. Okay. Macht das Beste aus dem, was er hat. Die meisten von uns haben... Versuch, eines der Untersysteme zum Laufen zu bringen. Irgendwas muss ja funktionieren. Kriegen wir schon. Hallo, mein Freund, der Maske. Ich hab viel Gutes von dir gehört, Brady. Echt? Das hört man gerne. So. Da gucken wir mal. Wir haben ja sonst eigentlich nichts mehr zu tun hier großartig, ne? Wir haben soweit das Gebiet auch schon wieder geklärt. Es fehlen noch die Scharfschützen, die Nebenmissionen, also die Nebenaktivitäten, die spontan auftauchen und die Fahrzeuge. Ansonsten haben wir Hauptquest. Doch, machen wir mal. Wird da schon irgendwo ein Sniper auftauchen. Woodland Terrace. Ich glaube, müssen wir da unten rein oder oben? Hallo, mein Freund. Brady, die Pläne müssen irgendwo in diesem Gebäude verborgen sein. Versuch herauszufinden, wo Wiley sie versteckt hat. Ich finde die Pläne des Goliaths. Ich versuche jetzt mal mein Glück, dass ich da irgendwie... Ah, guck mal einer an. Warte mal. Kann ich ja eigentlich auch schleichen. Haben die mich schon bemerkt? War das Radar rot blinkt? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Hallo? 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 Verdammt, ich komme hier so nicht rein. Ich dachte, ich könnte so ganz klug durchs Fenster krabbeln. Dann die von hinten erledigen. Aber vielleicht klappt es ja doch. So, Scharfschütze 13 von 20. Mal ganz leise hier. So, den haben wir auch. Habt ihr die Pläne? Nein. Wiley muss das Versteck markiert haben. Siehst du irgendwelche Zeichen?
Irgendwelche Zeichen? Nicht wirklich. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich will ungern die Taschenlampe anmachen, weil ich wieder mit der Allah. Willst du mich verarschen? Wie sieht's mit der Decke aus? Was da drum? Ich kann gerade nicht. Mann. Wo ist er denn? Mit der Decke? Was soll mit der Decke sein? Ach, da. Ich hab's. Ich hab's, glaube ich, oder? Kann das sein? Zählt das nicht, oder? Hm, 14 von 20 Scharfschützen, cool. Das war... Hä? Okay, anscheinend war es das noch nicht. Ich glaube, da gibt es noch. Ja. Große Wohndose. Was soll ich mit der großen Wohndose? Wie die da ins Bild geglitten ist. Ne? Hast du gefunden? Okay, ja, fotografiere die Pläne, damit ich das Foto herunterladen kann. Ach so. Anstatt ich es jetzt einfach mitbringe, wäre doch einfacher, oder? Weil ich will es jetzt darauf erkennen. Gute Arbeit, Brady. Ich erhalte gerade die Daten der Pläne. Jetzt habe ich zumindest eine Chance. Parrish hat ein Notfalltreffen einberufen. Er will, dass du auch dabei bist. Ich markiere die Position. Du machst dich besser auf den Weg. Er ist wirklich angepisst. Bis bald. Bis bald. Unfreiwilliger Freiwilliger heißt die nächste Mission. Klingt sehr spannend. Wo war denn Parrish jetzt eigentlich die ganze Zeit? Frage ich mich. Hat er irgendwas Besseres zu tun gehabt, als wie uns zu helfen mit dem Goliath? Ich möchte da niemandem was unterstellen, aber man weiß ja nie, ne? So ein bisschen habe ich das Gefühl, wir haben irgendwie einen Maulwurf vor uns im Widerstand. Im Widerstand. Leg ich mal deine Hand an. Hallo. Hey Brady, wir haben ein Problem. Der Goliath wurde sabotiert. Es gibt einen Verräter. War er's? Oder du? Bist angepisst wegen der Klinik. Du arbeitest wohl lieber für die Norks als für uns, hä? Das würdige ich mit keiner Antwort. Ich hol mir die Antwort. Hey Dana, komm schon, lass gut sein. Streiten führt doch zu nichts. Crawford, weißt du irgendwas darüber? Könnte einer von uns übergelaufen sein? So ein Agent wäre bei der Geheimpolizei. Nichts sickert da durch. Du hast uns betrogen. Wer kommt als Nächster? Jack? Scheiße, vielleicht bist du's. Du hattest immer schon deine eigenen Pläne. Schon gut. Ich bin zwar kein NSA-Spion, aber wenn einer von uns übergelaufen wäre, wären wir alle tot. Es muss jemand anderes sein. Irgendwer, der nicht so viel weiß wie wir. Wir werden ihn erwischen. Aber jetzt müssen wir uns auf den Job konzentrieren. Also, kriegst du den Goliath hin? Heather und die Ingenieure kümmern sich schon darum, aber er wird nicht rechtzeitig fertig. Vergesst Walker! Fangt mit den Verhören an und findet den Verräter! Nein. Walker hat Priorität. Wie oft muss ich es noch sagen? Wir brauchen ihn! Die Revolution hängt von ihm ab. Also müssen wir uns einen neuen Plan ausdenken. Tja, die Lage ist so wie davor. Die Hall ist immer noch gut gesichert und wir haben keinen Goliath mehr, um reinzukommen. Tja, vielleicht kommen wir durch die Hintertür hinein, keine Ahnung. Wir überraschen sie oder so. Ich hätte da eine Idee. Schieß los. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich unklug. Unklug? Na sowas. Gut, erinnert euch an den Trojanischen Krieg. Die Griechen konnten Trojas Mauer nicht durchbrechen. Darum haben sie ein Holzpferd... Crawford-Geschichte ist nur etwas für alte Leute. Was ist der Plan? Die Behörden sind immer noch hinter Brady her. Sie wollen, dass er vor Gericht als Zeuge aussagt. Ich könnte seine Verhaftung vortäuschen und ihn denen ausliefern. Oh, das ist eine verdammt gute Idee. Dann muss ich nicht einen, sondern zwei Männer retten. Als ob es nicht schon schwer genug wäre. Sie halten Brady in der Hall bis zur Verhandlung fest. Dann holst du ihn aus seiner Zelle raus und er macht mit seinen Talenten den Weg für unser Angriffsteam frei. Ich warte immer noch auf einen Plan. Das da klingt mir nach Selbstmord. Natürlich ist es riskant. Aber hat jemand einen besseren Vorschlag? Aha. Für Brady gäbe es sicher eine nette Belohnung. Je mehr du zu sagen hast, desto nützlicher bist du.
Wir sollten es versuchen. Hey, wird der Bürgermeister da sein? Simpson? Ich denke schon. Er verpasst nie so eine Chance. Oh, bin dabei. Brady hat die Eier dazu, also riskieren wir es. Wir müssen schnell sein, falls wir es versuchen. Du bist dabei, ja? Ja. Du gehst den Weg der Zerstörung, Ethan. Du kehrst besser um. Dort, Brady weiß genau, was er tut. Wenn wir das schaffen, hält uns nichts auf. Ich schwöre, Brady wird sicher übergeben. Befürchtet von mir keine Fehler. Ja, wir müssen uns überlegen, wie du aus deiner Zelle kommst, wenn du dort bist. Jupp. Keine Sorge, wir lassen dich nicht hängen, Brady. Du bist uns viel zu wichtig. Ja, und ich schätze, was du da tust. Dazu braucht man Mut. Ja, okay, den habe ich nicht. Crawford, wir sehen uns bei der Independence Hall. Ja. Das klingt alles sehr aufregend. Ich habe ein wenig Angst. Nach dir. Danke. Aber wer könnte der Überläufer sein? Ich bin auch gerade ein bisschen am Rätseln gewesen. Okay. Wir haben keine Wahl. Was du heißt? Bist mutig, das muss man dir lassen. Aber leider reicht es nicht. Es gibt keinen Grund, das Haus zu zögern. Tun wir es. Gib mir dein Smartphone. Na los, wir haben nicht viel Zeit. Ich trau dem nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, jetzt ich trau dem nicht. Ich trau dem nicht wirklich. Entschuldige. Aber es muss gut aussehen. Wacht auf! Terroristenabschaum! Jetzt wirst du bezahlen! Ach so. Hey, wir werden gebraucht. Kommt schon. Wo bin ich? Verdammt. Der Schlag war einfach zu hart. Naja. Hallo. Mein kleiner Fahrerfreund. Aha. Cool. So, auf zur Rettung heißt die Mission. Ich freue mich sehr, wir sind im Brady, Schlaf angekommen. Brady, hier spricht Crawford. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt in der Independence Hall. Ich schicke dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. Mhm, mach das mal. Schlüsselkarte Stufe 2. Ah, zum Ausrüstungsmenü hinzugefügt. Warte mal. Alter, lass dich nicht entdecken und öffnen. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Bleib mal in Schleichmodus. Was heißt denn? Mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren. Aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ich glaube nicht, dass ich sie vermissen werde. Sie sind hier oben, okay. Ich muss ungesehen bleiben. Achtung! Alle Personen, die an der Verhandlung teilnehmen, müssen einer vollen Sicherheitskontrolle unterzogen werden, ungeachtet ihres Rangs. Ich kriege die Tür auf. Ich an der Verhandlung teilnehmen müssen einer vollen Sicherheitskontrolle unterzogen werden, ungeachtet ihres Rangs. Terroristen, hallo Freund, ach da. Warte mal. Der nächste Kontrollpunkt ist gleich davor. Alle ruhig bleiben. Alter, ist das spannend. Ich dachte, der kann die Kameras ausschalten. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße, versteckt euch. Ich kümmere mich darum. Alter, was ist das?
Wir sind im Kontrollpunkt. Öffne das innere Tor. Aber klar, das Innere. Das Innere muss immer nach außen. So. Gute Arbeit, Ethan. Kommt schon, Leute. Bewegung. Habe ich jetzt auch eine Waffe? Oder? Für die Dauer der Verhandlung aufbauen. Hallo Jungs. Drücke auf. Gibt's eine Waffe für mich? Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Komm schon, Leute. Los, los. Ich brauche eine Waffe. Hallo. Sicher. Sie haben uns nicht bemerkt. Wir haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite, wenn wir durchbrechen. Mehr könnte man nicht verlangen. Hallo, sag mal. Brady, du brauchst eine Waffe. Ja, gib mal her. Toll, eine Pistole. Wahrscheinlich mit Platzpatronen. Soll ich denn meine Ausrüstung jetzt komplett wieder, oder? Ah, tatsächlich. Alle Sicherheitsteams. Los! Los! Boah, ist das spannend gerade. Alter. Okay, wir ziehen das sauber und schnell durch. Passt auf eure Schusslinie auf. Wir holen Walker und verziehen uns. Okay. Na los, Brady, die Tür! Wunderbar. Überraschung, ihr Wichser! Aufrücken! Wo ist die verdammte Verhandlung? Check die Tür! Ist verschlossen! Man hat uns verarscht. Das kann nicht! Woher haben Sie das gewusst? Das ist eine Nachricht. Crawford. Crawford hat uns verraten. Oh, Scheiße. Ich hab's gewusst. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, werft eure Waffen weg und ergebt euch. Wir müssen hier raus! Verteilt euch! Überprüft die Ausgänge, es muss einen Ausweg geben. Reyes, versuch's bei den Stufen. Komm schon, los jetzt! Nein, nein. Nicht Walker, nein. Scheiße! Verbrochen haben. Verdammter Verräter! Die ich euch persönlich ein. Unsere KVA-Erlöser hierher kam. Es ist vorbei. Und so geht es eine ganze Weile weiter. Das war's mit eurer kleinen Revolution. Es ist vorbei. Und Dana, falls du da bist, leider hat man uns unser Wiedersehen verwehrt. Aber zumindest werden wir immer Riverside haben. Arschloch. Dana. Lass mich in Ruhe! Halt deine Fresse! Verdammte Fresse! Gas! Setzt eure Masken auf! Alter, wir sitzen hier in der Klemme. Wir brauchen sofort Hilfe. Parrish? Ich konnte den Goliath reparieren. Wir sind auf dem Weg. Komm schon, die Tür! Okay. Raus! Hilft mir beim Hochheben. Los! Das sagt sich so leicht! Sie haben uns gesichtet! Warum spawnt sie auf einmal da vor mir? Phantom H! Hellas ist fast da! Noch einen Augenblick! Wolverine! Wir brauchen einen Hack! Ich verstehe dich! Aber wo man am Boden! Bleibt in Deckung! Wir müssen die Stellung halten! Scheiße, komm schon! Halt die Blitze holen! Ich muss eine bessere Deckung finden. Nein, was? Hä? Was? Alter, das ist so dämlich, dass man das nicht sieht. Du bist mitten im Kampf und achtest so gar nicht, so gut wie gar nicht auf deine Lebensenergie. Und dann auf einmal bist du tot. Das ist ein bisschen blöd gemacht bei dem Spiel, dass man das nicht irgendwie durch eine rote Umrandung sieht, dass man kurz vorm Abnippeln ist. Alter, ich war jetzt total überrascht. Irgendwie, hä, was, ich bin tot, was? Ich hab doch gar nicht so viel abbekommen.